Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer Zeit, in der es noch keine verrückten Menschen gab, an der Spitze eines Landes westlich des Atlantiks, das ich nicht nennen möchte. Und ich will einfach nur sagen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stronghold. In der letzten Folge haben wir uns ja eine Stunde lang rumgeprügelt mit der Schlange und ihnen endgültig den Gauss gemacht. Und wir stehen jetzt vor einer Länderei. Genau, eine Länderei des Schweins. Genau angrenzend an den Ländereien des Wolfs. Und irgendwie passt mir das gar nicht. Wir haben hier so ein bisschen abgeschottet. Hier was, wir haben hier was. Da oben ist das Schwein. Weiß nicht, ob der hier über Holland gerannt ist und sich ein Boot gesetzt hat und hier eine Landungsmission in Wilhelmshaven durchgeführt hat und in Bremerhaven. Keine Ahnung, was hier los ist. Auf jeden Fall ist das Schwein irgendwie hier hingekommen. Und ja, sieht aus wie Kämpfe an mehreren Fronten. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Wir kümmern uns erstmal um diese Grafschaft und schauen mal, was sie für uns bereithält. Der Bergpass. Das Schwein spricht zu den Menschen der Grafschaft, die er eben eroberte. Euer Reich ist jetzt das meine. Also tut, was ich sage. Ihr werdet alle hohe Steuern zahlen und ein qualvolles Leben führen. Ich reise mit dem König noch heute ab. Und wir werden bald an unserer Küste eintreffen. Eure ununterbrochenen Angriffe sind die ideale Ablenkung für uns. Wir kommen euch so schnell es geht mit Verstärkung zur Hilfe. Da der Wolf immer näher rückt, beschließt ihr, den Feind in zwei Teile zu spalten, indem ihr eine der Grafschaften des Schweins beansprucht. Das Schwein ist bekannt dafür, dass er riesige Mengen an Truppen in die Schlacht schickt. Er ist nicht an Niederlagen gewöhnt. Es ist also höchstwahrscheinlich, dass ihr stark in der Unterzahl seid. Nutzt das Gelände zu eurem Vorteil. Ich bin gespannt. Die Kundschafter berichten von einer Festung auf dem vor uns liegenden Bergpass. Wenn sich die Garnison hier verschanzt, kommen die Männer des Schweins hoffentlich hierher. Unsere geheimnisvollen Freunde haben uns weitere Baupläne zukommen lassen. Dieses Mal für eine große, auf Türmen montierte Ballist. Sie sollte sich als unschätzbarer Vorteil gegen die Kriegsmaschinerie des Schweins erweisen. Okay, also diese Ballisten, die wir jetzt wohl bauen können, waren die, die wir vorher schon bei der Schlange auf den Türmen gesehen haben. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt hier entwickeln soll. Also wir müssen uns verteidigen. Okay. Ich habe das jetzt noch nicht so ganz gecheckt. Ich verstehe vielleicht doch. Kommt hier unten ein Angriff her? Von wo kommt der Angriff? Warum haben wir denn überall hier... Was ist denn das für eine verwirrende Karte? So, wo kommt der Feind? Der kommt von hier. Dann läuft er hier hoch. Hier sind überall Fallen. Haben wir auch schon mal gesehen. Hier ist eine Balliste. Ich dachte immer, es heißt Balliste. Er hat es aber Ballist genannt. Vielleicht ist was für sich. Dann muss der Feind hier hinrennen. Dann muss der Feind da oben hinrennen. Ich verstehe die Taktik grob. Alles klar. Bauen wir uns eine Wirtschaft auf. Wir haben einiges an Pfeilmacher und Piken und... Okay. Wir haben eine Kirche, wir haben ein paar Menschen, wir haben Eisen wieder, wir haben Holz. Haben wir einen Marktplatz? Nein, aber eine Schenke. Das Volk liebt euch, my Lord. Wir sind relativ beliebt. Wir haben hier unten den Kornspeicher stehen und die Gerbereien. Okay, das ist gut, das gefällt mir gut. Haben wir hier Wild rumlaufen? Ich habe doch da oben, habe ich schon Wild gesehen. Eine Botschaft des Schweins. Ich werde euch schlachten. Ein weiter Weg. Ironisch, dass das Schwein zu mir sagt, er wird mich schlachten. Ja. Ein weiter Weg. So, kann ich diese Fallen dann auch bauen? Jawohl, kann ich. Kosten dann halt ein bisschen Holz. Können wir mit leben, so. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. So, ja, aber hier... Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Das ist aber ganz schön teuer, sehe ich gerade. Okay, naja, lassen wir das lieber. Ja.
Ja, man weiß manchmal gar nicht so recht, wo man anfangen soll. Okay, wir haben hier noch mehr als genug Holz. Okay. Wir benötigen Holz. Ja, habe ich weggeballert gerade, das ganze Holz. Wir benötigen Holz. Die Truppen des Schweins greifen an. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Kommt sogar mit Dingswaffen schon an. Okay. Ja. Manchmal ist die. Was gibt's? Oh, ich ahne nichts Gutes. Was baut der mir hier hin? Hoffentlich nur Fallschutz. Nee, Ramböcke, damit können sie die Mauern einhauen. Ja, Herr. Oh, die tun weh. Ja, die tun weh. Dann muss ich jetzt tun immer weh. Der kommt auch mit ordentlich Schwein. Wir müssen zusehen, dass wir hier schnellstens was auf die Beine stellen können. Oh, da kommen aber echt viele. Guck mal, unsere ganzen Bogenschützen sind schon weg. Ah, die verrecken jetzt hier an den Holzdingern. Sehr schön. Waffen gefeilt, ladet unser Torhaus ein. Bogenschützen bereit. Ziel angepeilt. Mein Bogen ist euer. Ein weiter Weg. Dieses Gelände ist auf jeden Fall unser Vorteil hier, dieser Turm und dieser auch, weil da kommen sie nicht direkt ran. Wir müssen uns also diese Mauer noch verdicken, verbreitern, bringt aber nichts mit dem Torhaus eigentlich. Mein Herr, eure Befehle? Ja, ich bin gespannt. Wir rücken aus. Prozess. Zur Stelle. So gut wie tot. Achtung. Und los. Sire, Sie sind Geschichte. Möglichst viele aufhalten, würde ich sagen. Waffen geschultert! Ladet nach! Kurzer Prozess! Ja, den Angriff kommt wir eventuell. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Sehr schön. Wir brauchen. Wir benötigen Holz. Alter Schwede. Wir brauchen einen Marktplatz auf jeden Fall. So. Erstmal Holz kaufen und hier eine Industrie aufbauen. So, sehr schön. Das brauchen wir noch. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Das brauchen wir noch. Wir haben nicht genügend Holz. Ich will aber mehr Holz, mein Freund. Das Volk huldigt unsere Schatzkammer. Lehrt sich. So. Zack. Und ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Sehr schön. So, jetzt haben wir erstmal genug Eisen. Können wir das dann verkaufen wieder? Nein. Ach, komm. Dann müssen wir es noch mehr in Waffen verarbeiten. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mehr Nahrungsmittel müssen ran. Den Platz haben wir hier dafür hier genug.
Jetzt habe ich da so viel Eisen rein investiert, weil ich eigentlich... Ja, egal, kann man noch Waffenkammern bauen? Ja, kann man. Bin zur Stelle! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Werden Steine geliefert? Was läuft denn hier lang? Ach, das ist der Händler. Wo habe ich denn mal Steine? Steine. Können ja hier unten auch herkommen, die Gegner? Nein, hier ist ein Berg. Wo kommen meine Steine her? Steine. Habe ich gar keine Steine? Muss ich die kaufen? Habe ich keine Steinproduktion? Ernsthaft? Na egal. So, wir bauen nämlich unsere Mauern wieder auf, logischerweise. Wir reparieren. Das hat aber nicht mehr viel ausgehalten. Erstmal hier ein bisschen abreißen, damit ich auch was sehe, was ich hier reparieren kann. So. Ich sehe gar nichts hier, das ist doch scheiße. Wir brauchen auf jeden Fall... Die Waffenkammer ist voll, my lord. Keine Armbrustschützen dabei? Ja, Armbrustmacher. Bin zur Stelle! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bin zur Stelle! Ein weiter Weg! Bogenschützen bereit! Baumeistergilde, haben wir die schon? Sieht nicht so aus. Wir benötigen Holz. Ja, wir benötigen immer Holz. Ja, Herr. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Eine große Truppe ist immer gefährlich. Ja, Herr. Meine Beliebtheit. Das Volk hat eine hohe Meinung von uns. Unsere Schatzkammer leert sich. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja. Den ganzen Weg? Ihr könnt auf uns zählen. Mein Bogen ist euer. Ein weiter Weg. Zurückziehen kann man sich ja immer noch. Hä, ich kann Eisen doch verkaufen. Oh, alles gut, ey. Schon Sorgen gemacht. Die Truppen des Schweins greifen an. Manchmal nicht. Na, es geht. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Auf ins Getümmel! Kann ich denn schon Feuerpfeile machen? Nein, kann ich nicht. Eure Beliebtheit steigt. Ich
mein Herr? Sind auf dem Weg. Eure Befehle? Pfeile bereit! Der Feind rammt unser Torhaus an. Bin zur Stelle. Bogen gespannt. Bereit, Soldaten. Tot. Zur Stelle. Ja. Visiere an. Ziel angepeilt. Sehr schön. Oh, wie viele sind das denn? Was soll das? Ein paar Truppen produzieren wieder für die Front. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wohin gehen wir? Ein weiter Weg. Achtung! Achtung! Rücke aus! Verstehe das Problem. Und los! Rücke aus! Bogenschützen bereit! Ein weiter Weg! Zum Glück greifen die immer nur so in kleinen Wellen an, ne? Sonst hätte ich ein echt großes Problem, Leute. Gut, sehen wir mal zu, dass wir noch mehr Männer rankriegen, ne? Ihr könnt auf uns zählen! Achtung! Sire! Rücke aus! Das Volk huldigt euch, Sire. Wie kriege ich noch mal mehr Beliebtheit ran jetzt hier? Haben wir schon eine Schenke? Wir haben noch nicht mal eine Brauerei, oder? Für eine Schenke haben wir auch noch momentan nicht genug Ressourcen. Allzeit bereit. Ein weiter Weg. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Der Feind ist bezwungen. Wir benötigen Steine. Ich bin halt schon nervös, die Jungs hier. Muss ich ja mal sagen. Aber wir schlagen uns bisher noch ganz gut. Das ist sehr positiv. Keine Ahnung, was ich hier gebaut habe, ey. Naja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie die Angriffe hier noch weitergehen. Ich sammle dahinter natürlich logischerweise eine kleine Armee, falls sie durchbrechen, dass ich mich, wenn ich mich dann mit meinen Bogenschützen, weil falls ein Turm einstürzt oder sowas, ziehe ich mich halt mit meinem Bogenschütz komplett zurück zur nächsten Verteidigungslinie und die Armee hält die dann so lange auf. Beziehungsweise schlägt sie sogar wahrscheinlich erstmal zurück. Ja, den ganzen Weg? Den ganzen Weg? Nahrungsmittel werden knapp, habe ich gehört. Das ist schlecht. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, das sagtest du bereits, mein Freund.
Das sagtest du bereits. So. Das Volk huldigt euch, Sire. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Puh. Das wird noch spaßig, diese Mission. Es werden Waffen benötigt, Sire. Waffen geschultert! Rücke aus! Bin zur Stelle! Mein Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Ja, Herr. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Wie soll das gehen? Bin zur Stelle! Mein Herr? Ein weiter Weg! Okay. Es geht einfach nur darum, die Zeit zu überleben, bis die Angriffe durch sind. Mal gucken, ob uns das so gut gelingt. Ihr könnt auf uns zählen. Womit kann ich dienen? Was wünscht ihr? Da war der. Kann uns dann die Nahrung bitte ausgehen? Wie soll das funktionieren, Mann? Ja, die Truppen des Schweins greifen an. Bereit, eure Lordschaft! Dann dürfte das andere Ding ja niemals fertig gebaut werden. Zur Stelle! Die Waffenkammer ist voll, Geschichte. My Lord. Ihr könnt es auf werden uns Rekruten zählen. Benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Achtung! Ihr könnt auf uns zählen. Das Volk huldigt euch, Sire. Ich hab doch irgendwo eine Schenke, scheinbar. Wo denn? Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Ja, wo habe ich denn eine Schenke hingebaut? Ich hab auf jeden Fall Alles klar. Das sieht doch schon mal besser aus hier. Die Gegner kommen hier nicht mehr an. Eure Befehle? Was gibt's? Ah, das passt schon. Schießt die neue Gegner einfach nieder und dann bin ich zufrieden, Leute. Nennt euren Wunsch. Ein weiter Weg. Rücke aus! Die Waffenkammer ist voll, my Lord. So, dann füllt halt noch eine zweite Waffenkammer so. Ah,
Es werden Waffen benötigt sein. Achtung! Rücke aus! Wir dürfen uns natürlich nicht zu sicher sein jetzt. Es ist durchaus möglich, dass der letzte Angriff nochmal einiges zu bieten hat. Aber dann haben wir ja unsere... ziehen uns von einer Front zurück zur anderen Taktik. Balliste, bereit, my lord! Ja, zwei Wellen kommen noch von denen, würde ich sagen, und dann haben sie diesen Angriff abgewehrt. Und los! Wunderschön, wie die niedergeschossen werden. Das ist wunderschön mit anzuschauen. Sire? Nee, bleib mal da. Im oben. Laufschritt! Ja, Herr? Bin zur Stelle! Ein weiter Weg! Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, bitte. Das wird etwas schwierig. Die Burg hat standgehalten. Hallo. Gar kein Problem für mich, Leute. Ich glaube, jetzt kommt noch ein finaler Angriff, wa? Ja, sieht so aus. Dann bereiten wir uns darauf mal vor, Leute. Die Wirtschaft braucht dich kaum in Gang bringen noch so weit. Ich hab ja genug, um den Angriff in Stand zu halten. Wer weiß, bis jetzt vielleicht der finale Schlag kommt. Wir werden es sehen. Achtung! Waffen geschultert! Rücke aus! Ist soweit noch alles heile. Immer mehr. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt. Wir rekrutieren benötigt uns so viele Lanzenträger in der Zeit. Ihr könnt auf uns zählen. Ganz ehrlich. Ein weiter Weg. Da muss schon Weg. Mit einer riesigen Armee dann kommen. Bin zur Stelle. Ja. Ein weiter Weg. Ich glaube auch, es war richtig, unsere Kräfte hier vorne zu bündeln. Also logischerweise, man kann uns kaum was anhaben. Ich meine, na klar können die auch, gerade wenn sie mit Armbrustschützen kommen, uns hier unsere Bogenschützen von den Mauern ballern. Allerdings halten wir da gut gegen, würde ich sagen. Achtung! Bereit, eure Lordschaft! Rücke aus! So, kaufen wir das mal ein, da so ein paar Dinger. Ihr habt nicht genügend Güter. Achtung! Zur Stelle! Rücke! Eine Botschaft des Schweins. Oh. Bald werdet ihr zu Schweinefutter! Ja, die gleiche Leier. Den ganzen Weg? Tja. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Wohin gehen wir? Ein weiter Weg. In der Tat, mein Freund. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Kommt jetzt der finale Angriff eigentlich schon? Ja, der kommt gleich. Okay, ich bin gespannt, was dann kommt. Allzeit bereit. Dienen?
Holen wir auch mal den da oben aus dem Turm raus. Ein weiter Weg. Die Truppen des Schweins greifen an. Hm. Aber wenn er nicht wirklich mit allem auf einmal kommt, habe ich mir da gar keine Gedanken irgendwie so groß. Also ich habe kaum Angst dann. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ihr könnt auf uns zählen. Achtung! Und los! Bogenschützen bereit! Pfeile bereit! Wie mein Bogen ist teuer. Happen, euer Gnaden. Haben wir keine Nahrung mehr? Das Volk huldigt euch, Sire. Warum sagt er denn, wir müssen mit einem kleinen Happen? Er wollte mich veräppeln. Sire, ladet nach! Der Feind rammt unser Torhaus ein. So, die nächsten Bogenschützen kommen. Ja, das sollten wir locker schaffen hier. Hippifax-Mission für uns ist das. Guck mal, was sagen Männern auf der anderen Seite allein schon gerade. Was weiß ich, nur musst ja, bitte euren Wunsch. Die könnten natürlich jetzt nochmal dafür sorgen, dass wir ein paar Leute auf den Mauern verlieren, ein paar Pfeile. Wäre natürlich nie so schön, aber mal abwarten. Mein Herr? In Bewegung! Lassen wir die doch einfach mal näher rankommen. Okay. Rücken aus! Dann schießen sie einfach gar nicht mehr. Schöner Treffer von der Balliste. Sehr schön. Ich würde sagen, den Angriff haben wir auch locker überstanden. Und wir brauchten unsere Fußsoldaten nicht mal. Wir haben das hier mit den Bogenschützen geregelt. Wir haben unsere erste Verteidigung niemals aufgeben müssen. Tja. Souverän, würde ich sagen. Da fallen sie wie die Fliegen. So, hören wir noch? Hier, ihr nochmal? Pah, ich lach mich tot. Ich lach mich echt tot über euch. Waffen geschultert! So. Ja, dann war das ja mal eine recht entspannte Mission, würde ich sagen. Vielleicht habe ich es auch diesmal ausnahmsweise einfach auch nur gut gespielt. Ich weiß es ja nicht, aber ja. Kein Problem für uns. Das Volk ist auch glücklich, wir haben Geld in der Kasse, alles ist gut, wir brauchen es nicht mal. Die Hampelmänner werden jetzt auch weggeschossen. Und dann ist der Sieg auf unserer Seite. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Tja. Die Baumeister verziehen sich, wir haben den Sieg davongetragen. Die Leute recken die Lanzen und die Keulen in die Luft. Eine Botschaft des Schweins. Ihr sucht Streit mit mir? Dafür werdet ihr zahlen! Schlag die Trommel, blas das Horn, das Schwein ist im Anmarsch direkt von vorn. Das ist eigentlich das, was er sonst immer sagt, wenn er angreift. Aber, tja, diesmal hat er nicht viel zu melden, der gute Kollege Schwein. Wir sind siegreich, Sire. Der Herr Trüff. So, wir schauen, was die Mission am Ende nochmal für uns da zu bieten hat. Und dann beenden wir das hier.
ein Patt. Obwohl ihr das Schwein zurückdrängen und eine seiner Ländereien einnehmen konntet, ist euch der Wolf auf den Fersen und hat die alten Grafschaften der Schlange eingenommen. Uiuiui. Ja, das war's dann auch schon wieder. Ich hatte gerade so eine kleine Schaffenspause. Irgendwie dachte ich vielleicht, dass noch irgendwas passiert. Was soll's? So, wir haben es geschafft. Wir haben das Schwein hier locker platt gemacht. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass der Wolf hinter unsere Linien irgendwie noch gekommen ist und hier die Länderei zurückgeholt hat. Ist alles ein bisschen merkwürdig. Rein theoretisch hat er hier, könnt ihr hier mit so einer leichten Zangenbewegung oder sowas uns hier wegklatschen. Und sollte er auch tun, bevor wir hier die Front erweitern. Ne, ist auch egal, das ist alles Taktik, bla bla bla. Die werden schon wissen, was sie tun. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Die Mission ging diesmal wenigstens nicht ganz so lange. Und würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und bis dahin habt einen angenehmen Abend und lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Ciao, ciao.